schon auf. War das laut und unangenehm? Ich habe meine Begrüßung vergessen. Hi, schön, dass ihr hier seid, Jungs. Wie geht's? Ja, mir geht's sehr gut. Lang wart ihr nicht mehr hier, ne? Wir waren ein bisschen nicht mehr hier. Nee, wir sind zum ersten Mal halt hier im neuen Büro. Aber hast du es vermisst? Nee, überhaupt nicht. Achso, es ist ein neues Büro. Ja, du warst du schon mal hier? Ich weiß nicht, du hast mich schon mal in irgendein Büro eingeladen. Ja, das war, glaube ich, hier. Also, dann lügt doch nicht. Ich bin heute Stadtland-YouTuber. Mit dabei ist Spendi, Pietro, Sascha und meine Wenigkeit. Und wir haben natürlich keine normalen Dinger hier oben stehen. Das ist Stadtland-YouTuber, haben wir nicht, sondern wir haben Gründe, den Führerschein zu verlieren. Hauptstadt, Verbrechen gegen die Menschheit, Deutschrapper und Gründe, den Anwalt zu rufen. Ich finde, das sind alles Sachen, mit denen wir, glaube ich, ganz gut alle identifizieren können. Erste und das letzte, da bin ich sehr stark drin. Ja, ich glaube auch, weil du es alles schon mal durch hast. Das hängt auch meistens miteinander zusammen. Genau. Bei dir, ne? Führerschein ist gleich Anwalt. Ja, richtig, genau. Okay. Oder Anwalt auch gleich Führerschein. Und Hauptstadt. Hauptstadt? Ja, ja, weil die meisten Verhandlungen sind in Berlin. Du gehst ja eh nicht hin, ne? Nee, ich gehe nicht. Ich bin immer krank. Ja, ganz genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Bari, sag mal A. A. Warum? Jetzt zählst du im Kopf weiter. Ja. Okay, stopp. Ich meine, jetzt haben wir ja geredet. Okay, Barisch nochmal. A. Okay, stopp. X. Was? Nee, mach. Barisch! A. Stopp. B. Max, ich geh mal nach hinten, jetzt ist spannend. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen. Deutschrapper mit E, ist es einfach? Voll einfach. Doch, voll einfach. Bei mir fällt einer ein. Was? Ich kenne gar keine Deutschrapper, aber ich weiß sofort ein. Mir fällt gar nichts ein, ich habe zwei Sachen. Ich dachte, ich wäre darin gut, aber Hauptstadt mit E fällt mir einfach nicht ein. Doch, jetzt fällt meiner ein. Welche denn? Stopp, Sascha. Okay, bin fertig. Zähl runter. 10, 4, 3, 2, 1. Okay, stopp. Okay, Gründe, Führerschein zu verlieren, habe ich ein Promille zu viel. Kann man gelten lassen, oder? Ja. Ich mein Handy am Steuer. Oh, ja, stark. Ich habe geschrieben, extremes Gerase. Bin ich auch gut? Ja. Ich habe Erektion stimulieren im Straßenverkehr. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch verboten, oder? Ja. Also ich meine schon tatsächlich hier. Nee, und das ist kein Punkt für Sascha. Ja, aber was? Du kriegst doch keinen Führerschein weggenommen. Das kam viel zu schnell, viel zu sicher, Pietro. Also, du hast nämlich schon gemacht. Du hast durch. Du hast schon gemacht. Vorher mal. Und? Immer durchgekommen. Ja, aber warst du in Kontrolle mit einer Erektion? Ja, sogar froh und geguckt. In der Hauptstadt habe ich Edinburgh. Von Schottland die Hauptstadt. Edinburgh, okay. Keine Ahnung. Warte, stopp. Von welchem? Schottland. Das ist ganz stark. Ja. Du hast recht. Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Aber das schreibt man, glaube ich, mit A. Edinburgh, Digga, was? Nein. Welchen gegen die Menschheit? Erdrosseln. Erniedrigung. Ejakulieren in der Öffentlichkeit. Ich habe ein neues Pietro Lombardi-Album. Findest du ein neues Pietro Lombardi-Album gut? Als Verbrechen gegen die Menschheit? Also, ich würde keinen Punkt geben, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Deutschland habe ich Echo Flash. Erno. Der war Erno. Erno. Und Gründe einen Anwalt suchen, habe ich ein Kind mit Auto überfahren. Ich habe geschrieben, eine Straftat gemacht. Eine Straftat gemacht? Begann. Ich hab Einspruch gegen ein Verbrechen. Einspruch gegen was? Ein Verbrechen. Wenn du irgendein Scheiß machst, dann rufst du deinen Anwalt an. Weil du sagst, du warst es nicht. Weil ich will dir keinen Punkt geben. Warum? Schon allein, weil da war das. So, ich hab Einbruch bei Ex-Freundin. Schon passiert? Nee. Gut, reden wir nicht drüber. Ja, okay, alle glaube ich 10, ne? Ja. Warum hast du dir 5 gegeben? Ich will nur 5. War ich. A. A. Stopp. Entschuldigung. L. L. Okay, stopp. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stopp. Fangen wir an, den Grund, den Führerschein zu verlieren. Lügen. Wow. Das hast du durchgeschrieben, das steht da nochmal. Wenn du den Beamten anlügst, kannst du den Führerschein verlieren. Wenn du zu dem sagst, du hast einen Führerschein, obwohl du keinen hast. Dann kannst du nicht verlieren. Doch, du hast ja keinen. Weil du lügst, aber du lügst, du sagst, du hast einen. Ja, aber du kannst ihn ja nicht verlieren. Nee, aber du verlierst ihn dann für die nächsten 2 Jahre. Du kannst keinen machen. Das ist ein Punkt. Lebensgefährliches Fahren. Linksverkehr, Rechtsfahren. Ich habe lauterer Motor als erlaubt. Hauptstadt? London. London. 5-5 jeder, cool. Verbrechen gegen die Menschheit. Lügen. Nee, Pietro, es hört jetzt noch auf. Nee, es hört auf, du kannst dich über das Gleiche reinschreiben. Ich hab da schon wieder Lüge. Laserkanone auf kleine Dörfer. Laserkanone auf. Das ist eine Lüge. Wer hat denn mit den Laserkanonen? Die US Army. Ja, ja, wir sind ja wohl in Deutschland. Ich hab Lebensmittel vergiften. Ich hab Lachen bei Bombenanschlag. Dafür darfst du keinen Punkt kriegen. Dafür gibt's 20 Punkte auf Ehre. Warum denn? Weil es lustig war. Ja, doch auch. Laserangriff auf kleine Dörfer. Ist ja ein Vergehen, aber du darfst ja lachen. Du hast einen Deutschrapper gefunden? Ja, Lelano. Lelano habe ich auch. Du hast gar keinen. Ich habe gerade keinen. Okay. Grund, den Anwalt zu rufen. Was hast du da? Lebensgefährdentrennung. Ja. Ich will, wenn du dich von deinem Lebensgefährten trennst, musst du einen Anwalt. Was hast du da? Ey, das hat schon. Das sind 5 Punkte. Bruder, für dich 5 Punkte. Mach mal. Ich hab Lasso auf Merkel werfen. Ist okay. Da muss ich selben Anwalt rufen. Ja. Ja. Ich hab Lehrerin mit Geodreieck bedroht. Ja, safe. Du hast für das Lügen hast du auch nochmal 5. Er hat sich 5 Punkte für Lügen gegeben. Er hat sich 3 Mal. Weil es Lügen.
Ja, dann sind ja voll viele Politiker einfach Verbrecher. Und Pietro wird der Sache auf den Grund gehen. Der wird Bundeskanzler. Kannst du kandidieren als Bundeskanzler in der Lombardi-Partei? Theoretisch könnte ich das, aber ob ich das mache, ist eine andere Geschichte. Ich fänd's cool, ich fänd's gut. Okay, wir reden dann nach dem Spiel drüber. Super. Ja! A. Stopp. I. Das I bockt mich, Alter. I bockt echt nicht, mach andere Buchstaben. Komm, anderes. Plus. A. Stopp. D. Okay. 3, 2, 1. Ich hoffe, das ist eine Hauptstadt. Ich schwöre, das war so. Okay. Gründe, Führerschein zu verlieren, habe ich. Du bist betrunken gefahren. Ich habe Düsenantrieb am Auto. Ja? Ey, was? Oh! Ich hab dummes Verhalten dem Beamten gegenüber. Ich hab Drosselklappe ausgebaut. Fact. Hauptstadt habe ich Dublin. Oh, stark, stark, stark. Ich Damaskus habe ich. Ich hab auch Dublin. Also wir haben 5, gell? Ja. 0. Verbrechen gegen die Menschheit habe ich Drum Gun Magazin auf Kinderheim. Ich hab Dame geschlagen. Drohung für ein Attentat. Drohung für ein Attentat. Ja. Ah ja. Ich hab Durst durch Salzsäure löschen. Oh. In Deutschland habe ich DVCNS. Dada. Ich auch Dada. Ich hab gar nichts. Gründe an Anwaltsrufen habe ich, ja, Dubstep zu laut. Mir ist es mir eingefallen. Keine Ahnung. Ich hab Drake hat mich geschlagen. Oh, ja. Stark. Ich hab dringender Notfall. Ich hab Dachdecker mit Ziegelstein abgeworfen. Ja. Spendi, kannst du doch keinen Punkt geben. Nein, ich geb mir keinen Punkt. Bei dem gebe ich mir echt keinen Punkt jetzt. Bei Dubstep zu laut aber schon, oder? Nee, Anwalt, natürlich nicht. Du bist gar kein Punkt, Rivi. Du F***. Du Mist. Schlagen kann man mal zum Anwalt. Also, letzte Runde. Ja. Ah, okay, stopp. W. B. Ja, W. Oder Hauptstadt am 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Ey, Jimmer. Nee, stopp. Oha. Okay, Gründe Führer dann zu verlieren, Spendi. Hör auf zu schreiben! Wahnsinniges Verhalten im Straßenverkehrsordnung. Arschgeil. Ja, passt. Wenn man zu große Reifen hat, die nicht erlaubt sind, auf den Fahrwege gestellt sind, das ist nochmal kurz. Okay, ich werde weiterfahren nach Unfall. Ich hab Wetten bei einem illegalen Straßenrand. Okay. Warschau, Hauptstadt. Ich also hab eigentlich. Ich hab Wien, ich hab einmal Warschau. Falls irgendjemand Warschau hat, nehme ich halt lieber Wien. Ich nehm Wien. Also ich hab was hast du? Okay, dann passt es. Dann haben wir alle 5 Punkte. Bringt gar nichts. Verbrechen gegen die Menschheit habe ich weinende Kinder mit Panzer überfahren. Ich hab Wandern ohne Erlaubnis an gefährlichen Orten. Ja! Ich hab Weltkrieg. Ich hab Wasser privatisieren. Die ersten zwei richtigen Antworten. Das ist Wasser privatisieren, das ist richtig gut. Weil das sind die ersten richtigen Antworten auf diese Frage. Deutschland war ich Weekend. Ich hab Wilhelmer. Da steht gar nichts. Da steht einfach gar nichts. Ich hab Walter, ist ein Kollege von mir, der rappt auch. Der ist Deutschrapper. Ich hab Weeboy, aber das ist ja kein Deutschrapper. Nee, können wir nicht zählen. 20 Punkte für mich auch. Das ist schon Deutschrapper. Nein. Also wenn dieser Charakter was ist, dann ist es ein Deutschrapper. Deswegen gehört auch Jody. Jody ist ein Engel. Das ist so unfair. Guck dir diesen an, wie er grinst. Schau ihn dir an. Ja, ich krieg jetzt nur noch 10. Was hast du? Gründe Anwaltsrufen? Ja. Ich hab wegen Geldwäsche. Wegen Geldwäsche, ja. Ich hab Weine. Aber stimmt eh nicht. Ich weiß nicht. Ich hab Weihwasser vergiftet. Wenn du in der Kirche das Weihwasser vergiftet hast, kannst du den Anwalt anrufen. Okay. Also wir zählen zusammen. Jetzt müssen wir zusammenrechnen. Ich hab meine Punkte aufgeschrieben. Ja, du musst doch zusammenrechnen, ne? Ja, hab ich doch. Übertreibung. Ich hab 135. Pietro. 120. Sascha. 120. 185. Arschgeil! Hey, Leute, das war ja wirklich nicht zu erwarten. Kannst du ein bisschen mehr klatschen, bitte? Sondern. Lombardi. Wirklich starke Performance, starke Performance. Du bist nicht Letzter geworden. Ja. Mit Sascha zusammen halt. Wir sind Dritter geworden. Ja, beide Dritter. Ist doch schön, oder? Wir haben eine Bronzemedaille praktisch. Ja, es gibt keinen, der verloren hat. Spendi, Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke, Mann. Und das passiert, ist richtig hart. Ja? Tut's dir weh? Ich würde sagen, das war's mit dem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei Sascha und bei Spendi vorbei. Pietro ist auch in diesem Kanal. Wie heißt der? Gaming Pietro, sein Vater. Gaming Pietro, sein jetzt Vater. Das heißt, der kann auch mal ich schwöre, direkt unten in den Kommentaren. Gaming Pietro, sein Vater. Ihr seht schon Top-Kommentar. Abonniert mich. Das war's mit dem Video. Schaut auf jeden Fall bei Barisch vorbei. Arschgeil bei Jody. Und ich habe auch ein Spiel, das ich spiele immer Harry Potter Lego. Reicht jetzt auch. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Harry Potter Lego.